nicht so gut funktioniert. Aber jetzt wolltet ihr wieder ein deutsches, also kriegt ihr ein deutsches. Also, ich wurde von der lieben Tatjana ASMR, Tatjana ASMR, Tatjana ASMR, ich weiß es nicht, wurde ich nominiert für diese This or That Challenge. Also lese ich praktisch einfach die Fragen von meinem Handy. Ich muss sie erstmal finden, ich habe nämlich keine Ahnung, wo die sind. Oh, hab sie, ging schneller als ich dachte. Sind und die gerne verstehen möchten, was ich sage. Ihr wisst. Also, die Fragen wurden vorher schon ausgesucht. Also fange ich einfach mal mit der ersten an. Laptop oder PC? Ich würde sagen Laptop. Einfach, weil ich nicht wirklich viel am PC arbeite. Ich nehme meinen Laptop überall hin mit. Wenn ich, was weiß ich, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mal mich in einen Café setze, um ein bisschen Videos zu schneiden oder keine Ahnung, ein bisschen was zu lernen, dann finde ich den Laptop schon immer ganz praktisch. So the first question was a laptop or a computer and I said laptop just because it's a lot more practical. Nächstes, McDonald's oder Burger King. Ich esse nicht so krass viel bei McDonald's oder Burger King, aber ich glaube, ich sage jetzt einfach mal McDonald's, einfach weil wir einen hier in der Nähe haben und wenn wir mal hingehen, dann auf jeden Fall zu dem. Zu Burger King gehe ich tatsächlich fast nie, obwohl ich nicht glaube, dass das so ein, ich weiß nicht, würde mir bestimmt auch schmecken. So, McDonald's or Burger King? I chose McDonald's just because that's where we go more often because it's right around the corner. Deo Roller oder Spray? Schwierig. Ich habe früher immer so Deo Spray gekauft, weil ich immer finde, dass sie einfach so gut riechen. Lieblingsessen ist Erdbeer mit Schokolade, so schokoladenüberzogene Erdbeeren. Himmel. The next question was apples or strawberries? Strawberries all the way. Chocolate covered strawberries would be even better. Nächstes, Katze oder Hund? Hund. 100 pro Hund. Ich hatte meine Katze früher, aber ich weiß nicht, ich konnte mich nicht so viel mit der anfangen. Man hat immer so ein bisschen mit ihr gespielt und so, aber weiß nicht, mit dem Hund. Ich weiß es nicht. Ich habe da, denke ich mal, jetzt keine Präferenzen. Aber ich sage jetzt einfach mal braun, weil mein Freund braune Haare hat. It was not brown haired. What's it called? Brunette. Thank you. Brunette or blonde. And I chose brunette because my boyfriend has brown hair. Dann süß oder herzhaft. Süß, süß, süß oder herzhaft. Unmögliche Frage. Unmöglich zu beantworten. Ich gebe keine Antwort, weil es immer unterschiedlich ist und auch zu unterschiedlichen Zeiten des Tages. Wenn ich was Herzhaftes zum Abendessen esse, dann brauche ich was Süßes danach. Dann kann ich irgendwie keine Chips essen. Aber wenn ich Chips nur alleine esse oder vorher nichts gegessen habe, habe ich irgendwie mehr Lust auf Chips als auf Schokolade. Also unmöglich. Unmöglich kann ich nicht beantworten. Sorry. The next question was sweet or how do you even say salty? Just gonna say salty. And I said that I can't choose because they are both just incredibly amazing. And my mood just changes throughout the day. So I can't answer that question. Nike oder Adidas? Sagt ihr Nike oder Nike? Ich glaube, ich sag Nike. Ich kann es immer noch nicht sagen. Auch schwierig. Ich glaube Nike, weil ich einfach mehr Sachen von Nike habe. It was Nike or Adidas. I think it's pronounced Adidas in English. It's so weird. And Nike. Do you say Nike or Nike? I'm not even sure. But I chose Nike just because I own a lot more items from Nike.
einfach besser mit einem iPhone, klar. Also iPhone or Samsung phone. I definitely pick iPhone. I once had a Samsung, but I don't know, it just didn't really work for me. I'm just more of an iPhone person. Subway oder KFC? Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, dass ich noch nie beim KFC war? Ich würde voll gerne mal, aber irgendwie war mir das immer zu teuer für Fast Food. Und so selten, wie ich Fast Food esse, war das dann irgendwie so, nee, dann hat es sich halt nie gelohnt. Also auf jeden Fall Subway, das finde ich auf jeden Fall sehr toll. The question was, Subway or KFC? I'm sure most of these questions you understand because they're literally just brand names that sound the same in English as they do in German, but I'll say it anyways. I chose Subway because I've never ever been to KFC. Links oder Rechtshänderin? Ich bin tatsächlich Rechtshänderin, aber früher war ich Linkshänderin. Also es war irgendwie ganz komisch. Als Kind war ich beides. Also ich konnte sowohl rechts als auch links schreiben. Jetzt kann ich nur noch rechts schreiben. Wenn ich probiere, links zu schreiben, sieht es absolut schlimm aus. Das hätte ein einjähriges Kind besser schreiben können als ich. Von daher, ja, also ich würde es voll gerne mal wieder probieren. Ein bisschen ausprobieren, mehr mit links zu schreiben. Aber auf jeden Fall Rechtshänderin. Am I a lefty or a righty? So do I, am I left-handed or right-handed? I am right-handed. I used to be both, but not anymore. Definitely not anymore. Nächste ist Cola oder Fanta. Tatsächlich weder noch. Also ich habe eine starke Fruktoseintoleranz. Und irgendwie sind so Getränke einfach ganz, ganz schlimm. Wenn ich die trinke, da kriege ich so Bauchweh von. Deswegen trinke ich es einfach nicht. Ich trinke nur Wasser oder Tee. Ich glaube aber, wenn ich mich noch entscheiden müsste, tatsächlich Fanta. Ich finde, Cola hat mir irgendwie noch nicht so geschmeckt. Genau, also Fanta. The question was Coca-Cola or Fanta. And I normally don't drink either just because I have a fructose intolerance. But if I had to choose, I think I would still go with Fanta. Horror oder Liebesfilm? Ganz klar, Horrorfilm. Ich liebe Horrorfilme. Ich liebe es, weil man einfach komplett aus seinem Kopf rauskommt. Man denkt einfach an nichts mehr im eigenen Leben, sondern ist einfach komplett fokussiert auf diesen Horrorfilm dann. Genau, Liebesfilme finde ich in Ordnung, aber es muss irgendwas passieren, damit ich sie schaue, sonst finde ich sie ein bisschen langweilig. Also so Titanic oder sowas trotzdem voll gut und so, aber ich weiß nicht, bin glaube ich eher so ein Horrorfilm-Mensch. The question was horror or like romance movie, and I picked horror. Nintendo or PlayStation? Ich weiß nicht, ich nehme jetzt einfach mal in Nintendo, weil ich früher so ein Nintendo DS hatte und den so toll fand. Da habe ich so dieses Spiel mit den Hunden, Nintendo Dogs, ich weiß nicht mehr, habe ich dann total gerne gespielt und PlayStation habe ich halt leider noch nie gespielt. Nintendo or PlayStation, I chose Nintendo. Kino oder DVD, auf jeden Fall Kino. Ich liebe das Gefühl, ins Kino zu gehen und Nachos mit Salsa zu essen oder Popcorn. Ich weiß nicht, ich habe auch bei uns im Kino, gibt es sowas richtig Cooles, da gibt es so Pick and Mix, heißt das. Da kriegst du so einen Becher, verschiedene Größen und dann darfst du dir die mit Gummibärchen vollstopfen, gibt es bestimmt überall in Kinos. Aber das finde ich ganz toll, da lachen mich immer alle aus, weil ich so richtig, richtig viel in den Becher reinmache und dann noch so runterdrücke, damit noch mehr reingeht und das überflutet. Aber auf jeden Fall Kino. DVD ist zwar auch total schön. Und es ist auch, glaube ich, einfach preiswerter. Aber es macht nicht so viel Spaß. Du brauchst das ganze Feeling, weißt du? So the question was movies or DVD? That question makes no sense. Cinema. Go to the movies. Cinema or DVD? And I definitely chose cinema just because it's the experience that makes it so good. Weihnachten oder Geburtstag? Tatsächlich Weihnachten. Ich finde, Weihnachten ist einfach so, so schön. Ja, einfach die ganze Zeit, die Weihnachtszeit drumherum, das Plätzchen backen, Weihnachtsmusik hören, Geschenke machen und so. Ich finde, das macht einfach so viel Spaß. Und es dauert auch irgendwie viel länger an. Der Geburtstag ist ein Tag und dann ist rum. Von daher auf jeden Fall Weihnachten. The question was Christmas or birthday, and I definitely chose Christmas just because I love the entire season of winter and Christmas, and it lasts so much longer than just one day where it's your birthday. Zocken oder skaten? Ich nehme mal an, da
Mario Kart und so auf der Wii damals, aber jetzt auch irgendwie länger schon nicht mehr. Gaming or skating, I guess you could say. So, I chose skating or like a skateboard. Always really fun for me. Nacht oder Tag? Tatsächlich Tag. Ich bin, glaube ich, eher so ein Morgenmensch. Also, ich weiß nicht, weil ich stehe total gern früher auf und dann bin ich schon total gern produktiv, so früh am Morgen, damit ich mich abends eher entspannen kann. Ich weiß nicht, ich war früher, glaube ich, genau andersrum, aber jetzt, wo man so ein bisschen älter wird, keine Ahnung. So, it's a night or day. I chose day because I'm just person. As you can see, it is morning right now and my stomach is growling so much. I'm so hungry. Beziehung oder Single? Ich weiß nicht, ob das die Frage ist. Wärst du lieber in einer Beziehung oder Single? Oder bist du in einer Beziehung oder Single? Aber ich bin in einer Beziehung. Relationship or Single? I'm in a relationship. Looney Tunes. Disney auf jeden Fall. Keine Frage. Disney or Looney Tunes. I chose Disney. I'm pretty sure you got that. Apple oder Microsoft. Auf jeden Fall Apple. Na, wobei. Tschüss. Vergiss, was ich gesagt habe. Microsoft. Tatsächlich, wenn es um PC geht oder um Laptop, habe ich mit Apple, kann ich mit den Preisen einfach nichts anfangen. Und ich finde Microsoft funktioniert einfach super. Also ich glaube, einfach mal Microsoft. Apple or Microsoft? I chose Microsoft. Dusche oder Badewanne? Ich bade tatsächlich jetzt gar nicht oft, aber ich mag es, die Möglichkeit zu haben, zu baden. Also wahrscheinlich einfach diese Mischung, so du bist in der Badewanne, aber du duschst. Win-win. yeah, shower or bathing? So, Donut-Holes oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. Munchkins. Munchkins hatten die. Und die haben so gut geschmeckt in Amerika. Und die vermisse ich einfach total. Deswegen glaube ich, sage ich das einfach, weil Kaffee trinke ich sowieso nicht. Also. ja, Dunkin' Donuts or Starbucks. I choose Dunkin' Donuts. Gestylte Haare oder Mütze. Ist schwierig, weil Mützen trage ich einfach nicht. Die stehen mir einfach null. Aber gestylte Haare ist jetzt auch was anderes. Ich lasse halt dann so. Wenn ich ein Bad Hair Day habe, dann ist es halt leider so. Dann kommen sie halt in Pferdeschwanz und tschüss. Styled hair or wear a hat. I don't really wear a hat. So if I have a bad hair day, I'll just throw them out of my face and that's it. Where are we? Wait. Oh, we almost made it. Comics oder Manga? Kann ich tatsächlich sehr schwer beantworten. Früher hat man immer noch so diese, na wobei, habe ich auch nicht unbedingt, mein Freund hat es auf jeden Fall gemacht, aber diese Dagobert und diese ganzen Comics da gelesen. Also, keine Ahnung. The question was Comics or Manga? I guess I choose Comics, just because I read them a little bit more often, but I don't really read those. So, letzte Frage, YouTube oder Fernsehen? Das ist unmöglich zu beantworten. Am besten YouTube auf dem Fernseher. ich glaube tatsächlich eher YouTube, weil man damit einfach viel mehr anfangen kann. Du kannst alles aussuchen, was du schauen willst und Fernsehen musst du halt schauen. Oder zählt Netflix? Oh, dann ist es wieder schwer. Aber man kann
ich sage jetzt einfach mal YouTube. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, ich muss das sagen als YouTuber. The question was YouTube or TV. And I guess I choose YouTube. Okay, das war's. That was it. Das war so komisch, die Sprachen so zu vermischen. But I hope you liked it. Nur Englisch.